Hi, ich bin Marike, ich bin 16 Jahre alt und mache mein Auslandsjahr in Vancouver, Kanada. In diesem Video erkläre ich euch heute meine Bucketlist Review und was ich alles gemacht habe oder nicht gemacht habe. Viel Spaß! Der erste Punkt auf meiner Liste war Flyover Canada. Flyover Canada, das ist eine Virtual Reality, wo man über Kanada wirklich so rumfliegt. Das kann ich auch auf jeden Fall abhaken. Das habe ich mit meinen Freunden zusammen gemacht, aber auch ganz knapp erst in der letzten Woche, wo ich noch da war. Es war aber mega cool. Es war wirklich richtig schön. Wir sind über die Berge von Kanada geflogen und man hat dann zum Beispiel, wenn wir durch die Wolken geflogen sind, haben wir Wasser ins Gesicht bekommen. Also wirklich wie so ein 4D-Kino sozusagen. Es war richtig cool und war wunderschön. Also es war richtig schön, das würde ich jedem weiterempfehlen. Es ist zwar relativ kurz, ich glaube circa 10 Minuten generell, aber es war wunderschön. Ich auf jeden Fall machen. Auf einer Skala von 1 bis 10 gibt es ganz klar eine 9. Ich glaube, wenn es ein bisschen länger gewesen wäre, wäre es sogar noch mal cooler gewesen, aber es war schon richtig, richtig cool. Dann als zweites habe ich ein bisschen übergreifend. Ich hätte einfach generell Victoria aufgeschrieben. Victoria wusste ich vorher schon, dass ich das machen werde zusammen mit meiner Gastfamilie. Und genau, halt einfach alles von Victoria sehen. Victoria habe ich halt auch gemacht. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es war richtig schön. Also generell, es ist mega viel Sightseeing, was man da halt macht. Weil Victoria ist relativ klein, aber dafür halt wirklich wunderschön. Es liegt halt direkt am Meer, weil es auf Vancouver Island ist. Wir sind am Strand lang gelaufen und es gab so Bootshäuser, halt so, wo die Menschen halt auf den Häusern gelebt haben und da auch ein paar Läden und sowas. Es war wirklich richtig schön und es hat voll Spaß gemacht. Ich würde es gleich insgesamt eine 8 geben, aber es hat halt einfach mega Spaß gemacht. Dann habe ich Grouse Mountain. Grouse Mountain, das ist eigentlich ein Skiresort und es ist einfach halt mega schön. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber generell, Kanada ist wunderschön und die Plätze hier einfach mega. Grouse Mountain habe ich auch gemacht, aber nicht zum Skifahren, weil ich selber gar keine Ahnung habe, wie man Skifahren fährt. Aber ich bin mit meinen Freunden, dann haben wir eine Schneeschuhwanderung gemacht und sind dann da einfach rumgelaufen. Es gab auch noch so einen Light Walk, wo die halt die ganze Umgebung mit Lichtern so umschmückt haben. Es war auf jeden Fall richtig schön und richtig süß dekoriert alles. Und Grouse Mountain, ich glaube wirklich, das war mein bester Tag, den ich in Kanada gemacht habe. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir sind, glaube ich, über 2,5 Stunden hingefahren. Erstmal 1,5 Stunden nach Downtown und dann sind wir mit dem Seabus gefahren. Und von da aus dann noch ein Bus und dann mit der Sky Gondola. Das war aber auch mega cool. Ich glaube, das war so 5 Minuten Fahrt, wo wir halt den Berg komplett hochgegangen sind. Und es sah richtig schön aus, besonders weil die Sonne gerade in dem Moment geschienen hat und man keine Wolken am Himmel gesehen hat. Das heißt, es war einfach mega schön und ein mega krasser Ausblick. Man konnte komplett Downtown sehen und die komplette Skyline und alles. Es war echt spektakulär. Grouse Mountain gibt von mir eine 10 von 10. Es ist wunderschön, es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe den Tag geliebt. Also wenn man in Kanada ist, muss man Grouse Mountain machen. Also das muss einfach. Als vierten Punkt habe ich mir die Capilano Suspension Bridge aufgeschrieben. Das ist eigentlich eine super, super lange Brücke und darum im Wald herum. Ich glaube, es liegt in West Vancouver ungefähr. Und es wäre mega schön gewesen, hätte ich da hinkommen können. Aber leider gibt es Tickets nur mit jemandem, der über 18 ist. Und alle von meinen Freunden waren nicht über 18, außer eine Freundin von mir, aber die war da schon mit ihrer Gastfamilie. Und sie fand es jetzt nicht so spektakulär, dass sie da nochmal hingehen muss. Was ich auch verstehen kann, weil es relativ teuer ist. War halt schade, das hätte ich gerne gesehen. Aber was sollen wir machen? Es gab halt niemanden, der über 18 war. Deswegen hatte ich leider gar keine Möglichkeit, das zu machen. Als letzten Punkt auf meiner Liste habe ich Steveston Village aufgeschrieben. Das ist irgendwie wie so ein Fischermarkt. Also es ist halt an der Seite, es ist eigentlich um Fisch zu kaufen und sowas. Aber da gab es super viele süße
Souvenirs und süße Läden, wo man so reingehen konnte. Es war relativ klein, würde ich sagen. Also ich glaube, nach 10 Minuten Laufen waren wir da eigentlich durch. Aber wenn man dann in die Läden reingegangen ist und dann noch ein bisschen mit Leuten da geredet hat und alles. Also es war auf jeden Fall sehr cool. Es war sehr süß. Da wäre ich eigentlich auch gerne nochmal hingegangen, weil es relativ einfach war, hinzukommen. Es waren, glaube ich, 2 Busse und ganz entspannt. Es war leider schade, wir sind relativ abends gekommen. Ich glaube erst um 4. Und leider macht Houston, da macht alles schon so um 6, halb 7 zu. Das heißt, wir konnten leider nicht lange bleiben. Aber ich glaube, man könnte da generell nicht den ganzen Tag verbringen. Also ich auf jeden Fall nicht. Es war auf jeden Fall sehr süß. Und ich würde Steveston eine 7 von 10 geben. Ja, Steveston habe ich auch mit meinen Freunden gemacht, wie generell alles eigentlich, außer Victoria. Und es war super cool. Ich empfehle jedem, wenn ihr irgendwas seht, was ihr vielleicht machen wollt, macht es. Macht es, weil es einfach so eine Erfahrung ist. Und auch wenn einem Sachen nicht so gut gefallen, es ist einfach die Erfahrung wert, einfach damit man es gemacht hat und sagen kann, okay, das war jetzt nicht so meins, wie zum Beispiel meine Freunde mit der Capilano Bridge. Und dann ist das eine Erfahrung, die man halt macht. Und es ist auf jeden Fall so cool. Also macht alles. Auf jeden Fall Grouse Mountain und Flyover Canada war sehr, sehr cool. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Tschüss!